As the other clan strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, hallo Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge hier auf GameMank. Mein Name ist Martin und wir sehen uns in der Folge 21 zu Mark of the Ninja, also im Durchgenudelt. Unserem weitaus größer angelegten Durchgenudelt als eingangs gedacht. Ich habe mir erlaubt, dieses Rätsel, vielmehr diese Aufgabe hier, vorab schnell zu lösen, damit wir das nicht noch einmal machen müssen. Da haben wir schon in der letzten Folge genug Zeit für investiert. Dann schauen wir mal, wo wir hier hinkommen. Erreiche die Oberfläche. Genau, wir sind nämlich jetzt in den Katakomben und müssen nun zusehen, dass wir an die Oberfläche kommen. Was sehr viel Sinn macht, zumal wir uns jetzt so viel Mühe gegeben haben, hier runterzukommen. Aber okay, was hat man uns hier zu sagen? Hey, I found a way out. It's just past the next room. But there's a rusty old gate blocking the way. There's a way to open it from your side, but be ready. When the racket starts, every guard down here will come running. Der Rabatz, Leute, der Rabatz. Eine Möglichkeit, uns aufzurüsten. Mit stolzen 5 Punkten im Gepäck. Gucken wir mal. Ich glaube, wir haben noch nichts weiteres freigeschaltet. Wir haben hier immer noch den da, bietet einen zusätzlichen Schutz, ohne die Beweglichkeit einzuschränken. Wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht, so oft wie wir im Kampf verwickelt sind, um in Feinde zu rutschen. Das ist mir zu teuer. Spezialzünder Leuchtfackeln in der Ferne gezündet werden. Drücke Q, um sie nach dem Wurf zu aktivieren. Weiß ich auch nicht, was mir das Ganze bringen soll, wenn ich das nicht ausrüsten kann. Oder ich habe bis jetzt immer noch nicht gerafft, wie das geht. Wenn sie ausgeworfen wurden, dringen sie tief in die Füße von jedem ein, der taub tritt. Ne, ich verzichte. Wir heben uns die Punkte mal auf und gucken mal, ob wir später die Sachen hier noch freischalten können. Das scheinen mir nämlich die wirkungsvollsten. Oh, sieh an, wir haben eine neue Maske. Was macht die denn? Pfad der Macht. Eine verstärkte Rüstung bietet dir zusätzlichen Schutz, lässt dich deine Gegner schneller ausschalten und geräuschlose Töten stellt deine Gesundheit wieder her. Aha. Fokussieren hält dann aber nicht mehr die Zeit an. Oh. Fokussieren hält die Zeit nicht mehr an. Weiß ich nicht, ob ich darauf verzichten will. Das mit der Gesundheit weiß ich auch nicht, ob mir das was bringt. Oder hat einer von euch einen Lebensbalken gesehen? Ich nicht. Ich glaube, wir bleiben bei dem hier. Dieses geräuschlose Töten ist immer am effektivsten. Ist sehr nützlich. Ich kann 2 Angriffsgegenstände tragen. Ja, 2 Gegenstände, so viel dazu. Wobei wir hier natürlich mehr Möglichkeiten haben, uns aufzurüsten. Offenbar orientiert sich das sehr stark an den Masken. Was haben wir hier? Das sind Sachen mit Knallkörpern, Rauchbomben und Leuchtfackeln. Ne, ich bleibe noch bei der Maske. Und beim nächsten Mal können wir gucken, ob wir eine andere nehmen. Hier würde ich gerne meinen 2. Angriffsgegenstand nutzen, wenn ich schon 2 nehmen kann. Das ist auch nicht gerade prickelnd. Aber okay. Nicht viel Zeit verschwenden. Auf zum Checkpoint. Unterhalb des alten Tors. Ja. Was sagen denn unsere Ziele? Da können wir auch noch einen Blick kurz reinwerfen. Töte 3 Wachen mit Gasmasken, die sie mit Giftgas aufhalten. Und die Sache mit dem Reiten der Kiste. Das ist leider schief gegangen. Das hier haben wir... Moment. Das hier haben wir noch nicht erledigt. Oder haben wir die noch nicht erledigt? Und wie dem auch sei. Das hier können wir nicht erledigt haben. Wir sind nämlich noch nicht im letzten Raum. Hier können wir uns verstecken. Sehr schön. Da können wir hoch. Ist da oben noch was? Da müssen wir durch. Noch eine Möglichkeit, sich zu verstecken. Ist wahrscheinlich nötig, wenn der Rabatz losgeht. Da ist ein großes Tor.
Kommen wir auch nicht durch. Danke auch. Haben wir hier irgendwas drin? Das sind alles nur Möglichkeiten, sich zu verstecken. Nein, nein, du sollst runter. Aber umständlicher geht's nicht. Okay, das ist ein... Die machen mir nichts, oder? Nicht, dass es wieder irgendwelche vollautomatischen Waffen sind. Gucken wir mal, was wir hier haben. Noch ein Tor. Okay, da werden die wahrscheinlich alle rausrennen, ausgerannt kommen. Da oben kann ich mich verstecken. Dann werden wir doch mal die Lichter hier sicherheitshalber schon kaputt machen. Und mal gucken, komme ich da hoch? Da komme ich hoch, alles klar. Dann wollen wir mal. Oh, ich kann dich gar nicht umlegen. Habe ich also übersehen? Da komme ich nicht durch. Okay, ihr seid schon offen. Da komme ich auch nicht durch. Und da komme ich her. Tja, gute Frage, warum kann ich den Hebel da unten nicht umlegen? Das müsste doch jetzt eigentlich gehen, oder nicht? Oder habe ich was verpasst? Da komme ich auch nicht durch. Ich kann dich nicht umlegen. Warum geht das nicht? Vielleicht hilft unser Auge hier weiter. Ach, verdammt, ich habe euch beiden hier übersehen. Ja, so viel dazu. Okay. Hahaha, lasst uns eine Runde lachen. große Kunst hier auf Gaming. Someone activated the old cargo door. Get down there and find them. Genau. Ja, Tür öffnet sich. Oh. Muss ich innerhalb der Zeit hochkommen? Und ist das der letzte Raum? Verstecke drei Leichen im letzten Raum. Zack. Sollte das der letzte Raum sein, so hätten wir den ersten. Da kommt schon der nächste. Holen wir hier auch, wenn wir schon die Möglichkeit dazu haben. Was? Wo hat man mich denn entdeckt? Bitte schön. Ja, du da oben willst mich entdeckt haben, ist klar. Hä? Ist es euer Ernst? What the fuck? Ach Gott, hey. Das läuft nicht so wie gedacht. Ist aber auch unfair, wie hat denn der mich da unten entdeckt? Der hat mich da niemals entdecken können. Und da oben auch nicht, da war ich ja noch nicht einmal. Nein, wir gehen hier rein. Das ganze Spiel nochmal von vorne. Das erste Opfer.
frage mich, ob es was bedeutet, dass diese Lampen so aussehen und nicht mehr einfach nur die normalen Lampen sind oder ob das jetzt einfach die Sache mit der Nachtsicht ist und nicht mehr. Ob der mich dann nicht doch irgendwie entdecken konnte. Auf eine mir unmissverständliche Art und Weise. Warum kann ich dich nicht nehmen? Hey! Wie kannst du mich da entdecken? Ich bin da noch gar nicht. Ist es dein Ernst? Ja, super. Jetzt kann ich den nicht verstecken. Was? Was für ein Gas hier? Nix mit Gas. Ich glaube, ich spinne. Ja, Glückwunsch. Ich bleibe hier jetzt einfach. Weil es mich natürlich interessieren würde. Nein, das geht nicht. Ich dachte, die Türen wären offen und ich könnte da vielleicht rein. Irgendwas stibitzen. Während dieses Rabatzes. Ach ja, wie lange 30 Sekunden sein können. Und der hier hat auch schon lange Zeit hier verbracht, ne? Zu lange. Wie man ihm deutlich ansehen kann. Glücklicherweise kommt hier niemand, der mal hinter der Tür hier nachgucken will. Ich sag euch, in den letzten Sekunden, da kommen sie. Da kommen sie. Oh oh. Ich hoffe mal, das geht jetzt nicht bis ganz nach oben. Glücklicherweise sind wir schon oben. Guck mal, ich kann mich das dann sogar drehen. Aha. Und ich kann rauslugen. Ist das nicht cool? Sehr cool. So. 5, 4, 3. Wollen wir gleich schon mal hochgehen. Und. Nein, hoch. It's open. Oh, Gott sei Dank. Ja, natürlich ein Alarm ausgelöst, ist klar. Kann sich auch nicht verstecken, wenn man mich überall entdeckt, wo man mich eigentlich nicht entdecken könnte oder sollte. Zumindest der von oben, der war auf der gleichen Ebene. Okay, der war auf der gleichen Ebene war, da könnte ich es ja noch nachvollziehen, aber da oben, Leute, das geht gar nicht. Ja, wie du da entlang gegangen bist, das würde ich gerne wissen. Warum gehe ich nicht den gleichen Weg? Sind wir schon oben. Wunderbar. Tja. Ja, genau. Ich bin nicht online, also können wir das nicht machen. Oh, das haben wir offenbar doch geschafft. Dann habe ich das vorhin verwechselt. Sorry dafür. Aber immerhin 8R-Siegel von 9. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. So, und wie vorhin schon angedeutet, werden wir einiges freigeschaltet haben. Töte geräuschlos und schnell jeden außer Gefecht gesetzten Feind durch Drücken von linker Maustaste. Das hört sich doch interessant an. Was heißt außer Gefecht gesetzten Feind? Verbessere dein Schuhwerk, um deine Geräusche beim Laufen zu vermindern, aber nicht völlig unhörbar zu sein. Das ist nicht schlecht, so oft wie wir schon entdeckt worden sind. Gefräßige Insekten. Boah, das erinnert mich an die Skarabäen aus dem Film Die Mumie. Richtig, miese Sache. Die eine Leiche im Nu zu Staub werden lassen oder Feinde lautstark lebend verschlingen. Ja, Skarabäen trifft sehr gut. Das hört sich sehr gut an. Da muss ich die nicht ständig verstecken, wenn es mal nicht geht. Und das hört sich auch nicht schlecht an. Dann können wir schnell unterwegs sein. Lehn dich gegen eine Tür. Genau, das ist die Sache. Das haben wir ja nicht wirklich gebraucht. Oh, hier haben wir noch eins.
Diese Pfeile wurden in starkes Halluzinogen getaucht und treiben einen normalen Menschen in Angst und Wahnsinn. Das ist natürlich auch verlockend. Wir nehmen auf jeden Fall den hier. Dann sind wir ein wenig schneller unterwegs, beziehungsweise schneller, leiser unterwegs. Wollen wir sie in den Wahnsinn treiben oder verschwinden lassen? Ich denke, das ist effektiver. Das ist vielleicht witziger. Nein, wir nehmen das Effektivere. Wir nehmen das Effektivere. Wir sind ein Ninja. Wir gehen nach Effektivität. Wir leisten unserem Berufsstand alle Ehre. So. Hier haben wir dich. Das können wir mit der Maske nehmen. Kann ich dich? Doch, dich kann ich wählen. Jetzt können wir zwei Gegenstände nehmen. Moment. Angriffsgegenstände stelle ich gerade fest. Oh, da werden wir doch mal kurz. Nur Angriffsgegenstände, verstehe. Ich dachte, das hier zählt dazu. Na, da habe ich nicht aufgepasst. Da habe ich nicht aufgepasst. Na gut, jetzt haben wir mal zwei. Dann können wir das auch nutzen. Dann nehmen wir hier die Stachelminen. Manu. Und hier die Skarabäen. Wunderbar. So nice to see the moonlight again. We made it to the inner keep. Come on. Okay, wir sind wieder an der Tagesoberfläche. War ja ganz nett, dieser Wechsel nach unten in den Untergrund, wenn auch ein bisschen verwirrend. Und diesmal haben wir, Moment, die Skarabäen und die Stachelminen. Ich nenne die einfach Skarabäen, das macht für mich persönlich Sinn. Ich hoffe für euch auch. Werfen wir einen Blick auf unsere Ziele, vielmehr auf unsere Siegel. Ein Fisch. Sabotiere den Hubschrauber, ohne entdeckt zu werden. Auf jeden Fall. Erschrick. Erschrick. Heißt es nicht erschrecke? Erschrick eine Wache so sehr, dass sie eine andere Wache erschießt. Tja, ich glaube, die Pfeile wären jetzt nicht schlecht gewesen. Ist ein bisschen ärgerlich. Töte 3 Elite-Wachen. Okay. Und 29.000 Punkte müssen wir diesmal erreichen. Ein Hauptziel haben wir ja noch nicht. Die inneren Bereiche. Dann wollen wir mal. Das erinnert mich gerade sehr stark an das erste Level von der Optik her. Da ist auch schon die erste Wache. Die da. Die es kaum erwarten kann. Diese Kiste da reingesteckt zu werden. Boah, und ein Hund natürlich. Kann ich hier hoch? Nein. Tja, die Blitze mal wieder. Ja. Müssen wir warten, bis die Wache auf unsere Seite rübergekommen ist, sonst sieht sie uns. Es würde sich eventuell anbieten, eine Stachelmine zu setzen. Ich meine, die habe ich so wenig schon eingesetzt. Da wollen wir doch mal eine zum Einsatz bringen. Und da fliegt sie. Der Hund ist da hinten. Und der Typ, der kommt. Dann werden wir ja gleich einen lauten Schrei hören. Oder auch nur ein bisschen Gespritze von Blut. Before you try to catch him, cut off his escape routes. And watch out. Looks like his best troops are on patrol. They won't be easy to take down, so do your best to sneak past them. Okay, das sind wohl die Elite-Wachen. Und hier haben wir einen Schacht, der ist tatsächlich verschlossen. Haben wir bisher auch noch nicht gehabt. Und du kommst natürlich, wie versprochen, in diese Kiste hier, oder was das ist. So, jetzt können wir nach oben, nach unten. Wir gehen natürlich nach unten. Zuallererst.
und sammeln unsere Achievements ein. Oder unsere Artefakte. jetzt ist die Frage, in welcher Richtung? Links oder rechts? Wenn hier jetzt einer stehen würde, der würde aber dumm gucken. Oh, was ist denn da los? Wie bewegt sich die Kiste? Da unten ist nichts, nein. Okay. So viel dazu. Ah ja, sieh mal. Das ist offenbar die Wache. Kriege ich dich von hier unten? Müsste doch möglich sein. Nein, du stehst zu weit weg. Dann werden wir den anderen Weg gehen müssen. Immerhin recht flott unterwegs hier unten in den Tunneln. Was war denn das für ein Geräusch? Gibt's hier irgendwo Lichtschalter? Nein. Das hat sich angehört wie so ein Stromkasten, den man da kaputt machen kann. Ach, okay, du bist das hier oben. Du bist mir wahrscheinlich zu laut. Ja, okay, so viel dazu. Okay. Wie war das mit den Wachen? Einfach mal davon ausgehen, dass das die Elite-Wachen sind. Dann können wir dich vielleicht so anlocken. Ah, ich verstehe, okay. Sag mal, warum hüpfst du jedes Mal da hoch? Du sollst die Lampe kaputt machen. Ich hätte jetzt gedacht, ich könnte ihn ja rauslocken. Aber offenbar kann ich das nicht. Es sei denn, ich mache ein bisschen Lärm. Da können wir auch gleich mal gucken, inwieweit wir leiser sind. Man sieht das schon deutlich. Vorher war der Radius sehr viel größer. Jetzt können wir ihn natürlich nicht einmal mehr so anlocken. Meine Güte. Also gut, dann gehen wir nochmal unten rum, machen das Licht da drüben kaputt. In der Hoffnung, dass es was bringt. Idealerweise, dass wir unentdeckt bleiben. Na, so jetzt an die Wand. So. Genau. Der wirft natürlich seine Leuchtfackel. Vielmehr schießt die. Ha! Erwischt. Wunderbar. Die brennt ja ziemlich lange, die Leuchtfackel. Gucken wir, was da oben ist. Ein geheimer Gang. Und noch ein Artefakt. Sehr schön. Artefakte zurückgeholt. Fragwürdig, warum der Typ, der sie sich offenbar geholt hat, zu Unrecht, wie es aussieht. Nein, hier lang. Zu Unrecht, wie es aussieht, nicht alle in den Bunker reingemacht hat. Ach du Schande. Das wäre aber beinahe nach hinten losgegangen. Also zuerst den Scharfschützen da oben. Warten wir, bis der letzte Blitz geblitzt hat. Machst du das? Du kommst auch noch. Wir haben hier nämlich zwei. So. Und erledigt. Sehr schön. So, jetzt gleich wieder hoch. Genau. Ich weiß nicht, ob der mich da unten sieht. Kann ich mich da irgendwo festhaken? Da komme ich wahrscheinlich nicht bis hoch. Wie kriege ich dich denn? Offenbar gar nicht. Oder so.
Haben wir mittlerweile gelernt. Ach, dich kann ich jetzt natürlich nicht verstecken. Runterwerfen geht ja nicht. Naja gut, wie dem auch sei, dann lasse ich euch eben da liegen. Da können wir entlang. Gucken wir mal, ob wir hier hoch können. Das geht. Glücklicherweise steht hier niemand. Tja, und damit wäre die Folge ja auch schon an ihrem Ende angelangt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Folge. Ich entschuldige mich für den Aussetzer am letzten Freitag. Da hatte ich ein paar Probleme mit dem Rausrendern der Videos. Daher hat sich das verzögert. Wird hoffentlich nicht wieder vorkommen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn es heißt Game Inc. Margot the Ninja durchgenudelt. Bis dann.